Swati kann jetzt Attacken von vier verschiedenen Typen, wenn man den Super Shuttle als normal jetzt dazu zählt, aber keine einzige Step-Attacke bis jetzt. Auch wenn Biss eine spezielle Attacke hier noch ist, sie ist dennoch gerade seine stärkste. So, als nächstes kommt der Rocket Fuzzy. Ich weiß gar nicht, was der vorne hat. So. Dann kriegen wir hier erstmal einen Nugget, das ist auch schön. Das ist dann schon der vierte Rocket Ripple, den wir jetzt insgesamt bekämpfen. Mit einem Rattan an. Okay. Marvin, dann probieren wir heute mal was ganz was Neues aus. Und zwar machen wir jetzt erstmal einen Energiefokus. Dann haben wir nämlich eine plus 2 erhöhte Chance zu crippen. Das heißt, jeder Schlag hat eine 25%ige Chance. Eigentlich solltest du dann ein bisschen häufiger treffen dafür, ne? Komm schon, crit einfach mal. Du hast bei jedem Schlag eine 25%ige Chance zu critten. Du bringst es einfach nicht fertig. Ja, da kommt der Volltreffer. So, weil wir den Energiefokus immer noch drin haben, lassen wir den Marvin auch gleich drin. Auch wenn wir minus 1 Angriff haben. Und dann haut er natürlich daneben. Oh, und ein Superschall. Mensch, Marvin, was soll ich nur mit dir machen? Krit ihn einfach zu Tode. Einen Furienschlag haben wir noch. Er hat sich wenigstens nicht selber. Zweimal getroffen. Und mit Giftstachel brauche ich erst recht nicht auf dem rumhacken. Einfach schon. Weil das Ding überhaupt nicht effektiv ist. So. Macht nicht wirklich so viel mehr Schaden als ein Erstauner, aber es macht mehr. Die 30%ige Flinch-Chance haben wir hier auch mit dabei. Und vor allem haben wir ein bisschen mehr Attackenpunkte. Sonst muss ich aber allein schon wegen den Attackenpunkten mal ins Pokémon Center. Marvin kann ohne seinen Furienschlag nicht wirklich kämpfen. Den braucht er ja doch noch. Marvin braucht immer noch das nächste Level. So, was haben wir denn hier? Die Anziehung. Und da unten dürfen wir uns sogar noch ein Pokémon fangen. Das sehe ich hier auch eine neue Route. In Radfratz. Okay. Einfach draufhauen. Ein bisschen Glück.
Marvin und Glück, das sind zwei Sachen, die nicht wirklich zusammenpassen, ne? Definitiv nicht. Wobei er damit jetzt wenigstens ein bisschen Glück hatte. Und bevor uns der Putin-Schlag jetzt noch daneben geht. So, da haben wir Level 16 für unseren Marvin. Oh, doch, jetzt wird noch einen schönen Boost in die Spezialverteidigung. Auch ein Angriff. Ein Ratan kommt rein. Nachdem unser Sword hier jetzt einen Biss hat, können wir das ja mit ihm machen. Dann interessiert uns der Bedroher nämlich auch nicht. Mit ein bisschen Glück flinchen wir ihn ein paar Mal. Ja, genau so. Crit und Flinch gleichzeitig. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Mal den Sword hier nach vorne, weil mit Fight lässt sich schlecht irgendwas schwächen. Und schauen wir mal, was wir hier auf der Route finden. Hornio haben wir schon. Da dürfen wir nochmal suchen. Ich krieg noch einen Raupi. Ja, jetzt ist bloß die Frage, ich bringe den mit dem Blutsauger, glaube ich, nicht um, oder? Na nee, das... Da sind wir weit von weg, dass wir den damit umbringen. Jetzt ist schließlich nur ein Blutsauger. Aber hey. Dann kriege ich ja doch noch mein Smetbo. Überlegen, wen ich dafür dann aus dem Team rausnehme. Oh. Freut sich der einfach so, obwohl er nur noch so wenig KP hat. Nee, das ist ein verdammtes Raupi. Seit wann sind Raupis schwer zu fangen? Auf jeden Fall. Haben wir jetzt ein Raupi. Und ja, das kriegt auch einen Spitznamen. Es ist ein Weibchen. Wen haben wir denn noch? Ach, ich weiß. Rückkehr, jetzt darfst du mal ran. Und ich bin wirklich... Ja, ich bin sehr versucht, das Ding ins Team aufzunehmen. Das heißt, jetzt gibt es wieder ein bisschen Offscreen-Training. Die Frage ist, wen packe ich dafür raus? Die Sache ist, Smetbo wird ein Käfer-Flug-Pokémon. Ich habe sowohl schon ein Käfer-Pokémon und ich habe auch schon zwei weitere Flug-Pokémon im Team. Eigentlich bin ich ja da am überlegen, Sword hier rauszupacken, weil der im Moment einfach noch nichts bringt. Ja, ich muss Sword hier rausnehmen dafür. Tut mir leid, Sword hier, aber wer weiß, vielleicht kriegst du ja wieder deine Chance, wenn irgendjemand stirbt. Dann nehme ich dich gern wieder mit ins Team. Also dann, mein nächstes Ziel ist, Rückkehr aufs Team-Level zu trainieren. Und ja, dafür mache ich jetzt meine kleine Aufnahmeunterbrechung. Und wir sehen uns danach wieder. Also sobald sich Rückkehr dann zweimal entwickelt, dann, ja, die werde ich auf jeden Fall noch einblenden. Und nach dem Training machen wir dann ganz normal weiter. Und ich hoffe einfach mal, dass sie mir währenddessen nicht stirbt. Die anderen werde ich wahrscheinlich dabei auch noch ein bisschen mittrainieren. Am Anfang werde ich die nicht so einfach so trainieren können wahrscheinlich. Also dann, wir sehen uns dann gleich bei Rückkehrs Entwicklung. Bis gleich.
So, da sind wir wieder und Rückkehr entwickelt sich gerade zu einem Safcon. So. Den Härtner hat sie jetzt zwar nicht gelernt, aber gut. Den hätte sie auf Level 7 gelernt, wenn sie sich da entwickelt hätte. Ist mir jetzt aber auch egal. Bleibt eh nicht im Moveset. Also, ich bin nochmal weiter trainieren. Bis nach. Und da sind wir schon wieder. Rika entwickelt sich das zweite Mal. Haben wir jetzt ein Smetbo, ein kleiner Doomfalter. Und sie kann Konfusion. So, ich trainiere noch ein bisschen weiter, damit Rückkehr jetzt noch aufs Teamniveau kommt und wir sehen uns dann nachher wieder. Bis gleich. So, ich bin wieder da, das Training ist vorbei und ja. Was haben wir hier jetzt alles? Der Fight hat Level 16 erreicht. Er wollte Kratzfurie lernen, habe ich ihm aber nicht beigebracht. Dann Rückia ist jetzt ebenfalls Level 16, kann jetzt Konfusion, Tackle, Schlafpuder und Stachelspore. Zwischendrin war dann auch noch ein Giftpuder drin, das habe ich aber wieder durch das Schlafpuder ersetzt. Dann unser Marvin, da hat sich nichts geändert. Die Valley hat Level 17 erreicht, hat sich aber in den Attacken auch nichts geändert und ansonsten ist alles so, wie es vorher war. So, war nur ein kurzer Trainingsausflug. Jetzt machen wir weiter. Nur haben wir jetzt ein wunderbares Smetbo im Team. So. Route 25. Hier dürfen wir uns auch noch ein Pokémon fangen. Und da ist ein Wandererfuzzi, da unser Fight gerade vorne ist, passt das ganz gut. Der kann die nämlich eigentlich ganz gut verprügeln. Okay, es sei denn, sie kommen mit so einem Zeug wie Macholo an. Gegen Macholo würde ich doch gleich mal unsere Rückkehr so richtig ausprobieren. Ich habe sie zwar gerade im Training schon mehr als genug getestet, aber ja, ein bisschen mehr schadet ja nie. Dank der Fähigkeit Facettenauge trifft das Schlafpuder hier zu 97,5% anstatt zu 75%. Also fast immer. Und mit der Konfusion haben wir eine nette spezielle Attacke, mit der wir angreifen können. Zwar kein Step, aber das soll uns jetzt mal egal sein. Unser Smetbo hat übrigens einen ziemlich hohen Verteidigungswert, möchte ich mal so mit dazu sagen. Also ich habe die Werte mal mit denen von Bibor verglichen, die müssten auf demselben Level ja ungefähr gleich sein. Bibor hat deutlich stärkere Angriffswerte als Smetbo und auch in der Spezialverteidigung ist er stärker. Dafür hat Smetbo besseren Angriff, schwächeren Angriff, muss man mal so dazu sagen. Und außerdem hat Smetbo ein gutes Stück schneller als Bibor. Also in den DV-Werten unterscheiden sich die ziemlich krass. Also was der eine hat, hat der andere nicht. So, holen wir uns jetzt erstmal die Beere hier. Eine Persivbeere. Das ist doch schon mal praktisch. So, das ist das einzige Grasfleckchen, das wir auf dieser Route haben. Und Rückkehr ist zum Pokémon-Einfangen jetzt momentan das Beste, was wir haben. Allein schon wegen dem Schlafpuder. Schauen wir doch einmal mal, was wir kriegen. Oh Gott. Sind wir schneller? Also kann das Viech kein Teleport einsetzen. So. Jetzt ist die Frage, schläft der noch eine Runde? Sonst würde ich jetzt einfach mal... Ich riskiere es jetzt einfach. Und er ist aufgewacht. Okay, das war's mit dem Pokémon für die Route. Hat leider nur eine Runde geschlafen. Na gut, hätte eh kein Abra im Team gewollt. Das wäre erstens mal wieder mühselig zum Trainieren gewesen.
Und zweitens, ja, mit Rückkehr habe ich schon Pokémon, das Psycho-Attacken spammt, auch wenn ein Kadabra richtig nice wäre. Aber Kadabra ist auch genauso schnell tot. Vor allem, weil ich es nicht zu einem Simsaler machen kann. Oh, ich habe ja Rückkehr immer noch vorne im Moment. Ja, okay, dann machen wir das halt mit Rückkehr. Wollte das eigentlich jetzt mit Fight machen, aber habe vergessen, dass ich sie gerade vorgestellt habe. Naja. Rückkehr kann das ja genauso gut. Onix kann ja meines Wissens noch keine Gesteinsattacken. Wobei, ich gehe mal lieber kein Risiko ein. So. Ein Karateschlag. Macht ja ungefähr genauso viel Schaden. Klammergriff, okay. Geht eh daneben. Teilen sich Rückkehr und Fight die Erfahrungspunkte hier für den hier halt mal. Eh relativ viele. Ich war schließlich Level 17. So, jetzt darf der Fight aber wieder nach vorne. So. Ein Radfratzer, das ist super für unseren Fight. Das kann der nämlich wunderbar one-hitten. Da erreicht er auch gleich Level 17. Und da kommt ein Habitak in den Kampf. Ja, machen wir das mit Rückkehr. Sie hat zwar einen Typ-Nachteil, aber mit Schlafpuder sollte das relativ schnell geregelt sein. Sie ist sogar Level 15. Jetzt einmal mal, dass Rückkehr lange genug lebt, dass wir ihr den Traumfresser beibringen können. Oh, aufgewacht. Silberblick. Nee, tu das mal lieber nicht. Nachdem ich ihn immer noch nicht umhauen kann mit der nächsten Konfusion, es sei denn, der Zufallswert mag mich. Oder ich mache einen Crit. Würde ich jetzt trotzdem nochmal auf das Schlafpuder gehen und dann erst wieder auf die Konfusion. Und der wacht gleich wieder auf. Und noch ein Silberblick. Gut, das können wir jetzt aber wenigstens mit dem Tackle finishen. Der kann bei Rückkehr auch zum Glück nicht daneben gehen. Weil Facettenauge. So, der Fight hat seinen Job gemacht. Jetzt darf Rückkehr da vorne hin. Wobei, das ist der Typ mit dem Fleckmann, oder? Habe ich irgendwas gegen den Typ mit dem Fleckmann? Zumindest nichts, was irgendwie auch nur halbwegs effektiv wäre. Puh, was mache ich gegen den? Ich könnte es mit Marvin mal versuchen, oder? Wobei, das Viech könnte Konfusion haben. Na gut. Ich schläfe es mit Rückkehr erstmal ein und dann schauen wir mal. So, einmal einschläfern. Dann würde ich aber sagen, ich wechsle das Pokémon, weil mit Tackle mache ich nicht wirklich viel Schaden und mit Konfusion auch nicht wirklich. Reinwechseln werde ich hier Valley, weil die kann hier noch am meisten Schaden machen, weil die stärkste Attacke im Team momentan hat. Mit ihrem Hyperzahn. Auch wenn Fleckmann physisch defensiv so eine Mauer ist. Ja, Lamus dann erst recht, aber Fleckmann hat das auch schon. Bei Lashoking ist es dann andersrum. Lashoking hat dann mehr in der Spezialverteidigung. Da wacht er auf. Aquaknarre.
Killen würde mich damit jetzt nicht. So, beide 180 EP, das ist doch schön.